Wusstest du, dass Cannabis legalisiert wird? Ja. Könnte bis zu 1 Milliarde Euro Polizeikosten pro Jahr sparen. Toll. Super, oder? Das sind gute Nachrichten. Ja. Ich weiß genau, worauf du wartest, aber ich mach's nicht. Nee, er wartet auf ein Stichwort. Nee. Mir machen diese vielen Nachrichten wirklich zu schaffen, lieber Martin. Ist die Welt dir zu komplex geworden? Ja, mir ist die Welt viel zu komplex. Ich bin ganz ehrlich, ich persönlich gucke ja auch nur noch Kika-Nachrichten. Was für Nachrichten? Kika-Nachrichten. Logo. Kika? Ja, das ist super. Okay. Ich gucke, das ist viel besser als die Tagesschau. Man wird einfach akustisch von freundlichen Moderatoren in den Arm genommen. Die haben einfach gute Laune. Da sind nicht diese Bad Vibes mit drin. Und das ist auch vor allen Dingen nicht diese schlechte Energie wie bei der Tagesschau, wo dir 15 Minuten lang die Brutalitäten des Tages um die Ohren und dann zum Schluss immer noch so ein süffisantes: Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Wo ich immer denke, ja, du hast mich gerade in eine komplette Depression geschickt und hast dann noch die Chuzpe, mir zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Abend. Deswegen, ich gucke nur noch Kika-Nachrichten. Ich glaube, wir brauchen sowieso viel mehr Kika-Nachrichten im Journalismus. Also Nachrichten quasi für Kinder oder von Kindern gemacht. Richtig. Ja, also wenn ich mir die Bildzeitung angucke, das wirkt schon so, als ob das von Kindern gemacht ist, deren Helikoptereltern zugekokst sind, wenn ich ehrlich bin. Koks wird heute ein Thema, glaube ich, in der Sendung. Ich habe das ja. Ich hätte lieber Mescalin gehabt, aber dann nehmen wir Koks. Du musst dir wirklich mal die Kika-Nachrichten angucken. Sie sind wirklich super. Wirklich ja, gut. Aber was ist denn da? Also ich meine, ich habe die noch nie gesehen. Also nie Kika? Nein, ich habe noch nie Kika. Also, wie wäre das denn jetzt zum Beispiel, wenn man so eine Nachricht, die jetzt aus der Tagesschau kommt? Ja. Lass uns das einfach mal machen. Wie würde das Kika dann aussehen? Pass auf, du machst jetzt mal ganz kurz Wetten, das auf deinem Rechner aus, machst mal die Tagesschau-App tschüss, auf. Tschüss, Michelle. Suchst dir mal eine Nachricht raus und Marcel, kannst du dir mal eben bei YouTube den Jingle von der Tagesschau und von den Logo-Nachrichten runterladen? Wir machen das jetzt einfach mal, du liest mal eine Nachricht vor, wie sie bei der Tagesschau läuft und okay. Ich sage dir, wie es bei Logo laufen würde. Ich hätte jetzt eine Nachricht zu Corona, ist das ja, okay? Ja, super. Corona ist immer ein Highlight, da geht die Stimmung hoch. Ist auch für Kinder, ja, ein gutes Thema. Ja. Und wenn wir schon mal Oberbürgermeisterin Anke von Köln hier sitzen haben, können wir ja auch direkt hinterher noch über den aktuellen Inzidenzwert sprechen. So, ich würde mal sagen, falls es runtergeladen ist, werden wir es jetzt hören. Wir machen mal Tagesschau-Opening und jetzt du machst eine Nachricht. Ja. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu der Tagesschau. Ja, und das ist doch schon scheiße. Wieso? Was ist denn gerade scheiße? Wenn es direkt schon so negativ ist, es ist alles so gestellt, so künstlich, da merkt man, da kommt schon einem die ganze Schwere vom Tag. Wenn ich guten Abend sage, meine ich das auch. Nein, aber da kommt einem so eine Schwere entgegen. Wir machen mal, lass mal die Logo-Nachrichten. Wir machen es mal Opening von den Logo-Nachrichten. Hallo, es ist Samstagabend, Logo-Zeit. Ich bin der Philipp und das sind die News des Tages. Merkst du, da ist Freude drin, da ist Euphorie, da hat man Bock auf die Nachrichten. Das ist mir insgesamt zu positiv. Ja, aber fang mal an mit deiner Nachricht. Also jetzt die Corona-Nachricht, pass auf. Warte. Ich bräuchte jetzt eigentlich so einen Zettel, den ich so, naja. Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Deutschland mahnt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Kampf gegen das Coronavirus nicht nachzulassen. Die Pandemie ist alles andere als vorbei, warnte der CDU-Politiker. Die vierte Welle sei mit voller Wucht da. Da merkst du. Ja. Sofort schlechte Laune. Aber das sind Fakten. Nein, das sind keine Fakten, sondern es ist alles am Arsch, die Welle ist da. Ich mach's mal wie bei dir. Bei Logo würde das so klingen. Corona ist vorbei. So würde ich gerne mal eine Sendung beginnen. Aber leider ist es noch nicht so weit. Verstehst du, das ist positiv. Das ist die schlechte, es ist die Wahrheit drin. Das hat null Nachrichtenwert. Aber es ist positiv, man fühlt sich doch direkt ein bisschen entspannter. Aber mach mal deine Trauernachrichten da weiter. Das ist so, wie wenn der Wendler die Tagesschau moderieren würde. Okay, also weiter. Auch der Chef des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, sprach von erschreckenden Zahlen. Allein in den vergangenen 24 Stunden meldete sein Institut fast 24.000 Neuinfektionen. Auch die Zahl der Menschen, die infolge einer Erkrankung sterben, steige weiter an.
Ja, merkst du selber. Ja, da ist ja die Beerdigung. Nein, es ist die Beerdigung schon wieder mit drin. Es sterben Leute. Ja. Ich meine, wie willst du dir da noch in Ruhe deinen Frühkölsch reinzaubern? Ja, ne? Bei Logo, um zu vergessen. Genau. Und jetzt sage ich dir mal, wie die es bei Logo machen. Ja. Bei Logo klingt so eine Nachricht so: Es gibt gute Nachrichten. Was sind da eine gute Nachricht? Jetzt warte doch mal ab. Es gibt gute Nachrichten, liebe Kinder. Ihr habt in diesem Herbst viel mehr Zeit zum Spielen, denn aller Wahrscheinlichkeit nach müsst ihr für Oma und Opa kein Weihnachtsgeschenk mehr basteln. So, da ist der Freizeitgedanke drin, da merkt man, ich hab auch ein bisschen Me-Time. Du merkst doch, das Publikum ist auch direkt gelöster. Also ich verstehe, du willst eine euphorisierte Freiheit von Fakten in den Nachrichten. Richtig. Schön. Ja. Aber wenn das Nachrichten für Kinder sind, dann wundert es mich nicht, dass wir in der PISA-Studie so abschneiden, wie wir abschneiden, also wenn ich ehrlich bin. Ja, und genau, und das ist immer diese Negativität, und ich glaube, wir brauchen jetzt mal geballte Positivität, wir brauchen Euphorie. Noch mehr als du. Ja.